13 Jahre ist es her, seit in Delixen ein Meiler aufgebaut und bei einem großen Festakt entzündet wurde. Jetzt ist es wieder soweit. Am 26. Mai steigt das nächste Fest bei Kajade. Als Einstimmung dieser kleine Film aus dem Jahre 2000. Die jahrhundertealte Tradition des Köhlerhandwerks endete im Hils im Jahre 1917. Über 80 Jahre gab es hier keine Holzkohlenmeiler mehr. Das Festjahr bot nun eine Gelegenheit, dieses alte Handwerk wieder zu zeigen. Dazu wurde ein Köhlermeister aus dem Solling geholt, der mit tatkräftiger Hilfe von Heimatverein und Freiwilliger Feuerwehr einen großen Holzkohlenmeiler am Steinberg errichtete. Wir haben jetzt hier die Rasenplatten, die gestern schon rangefahren wurden, an den Meiler angelegt, um abzudichten, dass die Erde, die anschließend nach dem Anzünden da drauf kommt, nicht mehr durchwüseln soll. Das war eigentlich schon alles, was wir heute gemacht haben und jetzt ringsherum die Erde fahren müssen, damit sie nach dem Anzünden für die Helfer am Meiler zur Hand ist. Als der Meiler fertiggestellt war, wurde er von Karl Brüll angezündet. Viele Besucher waren gekommen, um dies mitzuerleben. Mit kirchlichem Beistand wurde dann ein großes Fest gefeiert. Doch nicht nur Musik und Tanz, sondern zum Beispiel Holztransport mit einem PS konnte man erleben. Ein bisschen Holz musste nochmal nachgelegt werden, dann dampfte der Meiler still vor sich hin. Nach 14-tägiger Brenndauer kam endlich der spannende Moment der Öffnung des Meilers. Zum Vorschein kamen 3 Tonnen Holzkohle aus heimischem Buchenholz, die in den folgenden Tagen einen reißenden Absatz fanden.
Am 26. Mai ist es wieder soweit. Im Hagental bei Kajade. Mit vielen Attraktionen.